Das Thema der Podiumsdiskussion ist, wie wollen wir in einer offenen und transparenten digitalen Welt arbeiten, entscheiden, lernen und leben? Und ich habe mir gedacht, wir hangeln uns genau an dieser Frage entlang, denn diese Frage bietet inhaltlich ja mindestens mal 6 Schwerpunktthemen, die ich für sehr wichtig halte und über die sich auch vortrefflich diskutieren lässt, denke ich. Wir haben jetzt 2 Vertreter der Wirtschaft, möchte ich jetzt mal so sagen, auf der Bühne. Wir haben einen Journalisten, wir haben einen Vorstand eines Open Source Open Verbandes, wir haben 2 Vertreter aus Kultur und Wissenschaft auf der Bühne. Und insofern möchte ich mal, ja, ich werfe gleich mal rein. Wer möchte beantworten? Geht eine offene Gesellschaft ohne politisches Commitment? Völlig Quantensprung jetzt, ne? Ich kann mal die Antwort versuchen, weil wir, glaube ich, exemplarisch für diese Frage sind in dem, was wir im Deutschen Literaturarchiv Marbach machen. Das Deutsche Literaturarchiv Marbach hat, wie der Name sagt, ein Archiv, aber auch 2 Museen. Und damit haben sie zweierlei, wenn man so will, Zwecke unter einem Dach. Einen, der sagt, wir müssen offen sein, wir müssen Dinge zeigen, denn sonst müssten sie nicht archiviert werden, wenn wir es verstecken. Und ein Bereich, die Archivseite, die sagt, wir müssen bewahren, konservieren und eigentlich auch verschließen, weil wir nämlich zu schützen haben die Privatsphäre unserer Autoren. Und da sehen wir natürlich täglich die Frage, also ich denke, da ist auch die Politik gefragt, zum einen die natürlich des Archivs, was hat Priorität, das Zeigen und Öffnen oder das Verschließen und Bewahren. Und wir haben das immer wieder, weil wir finden auch, es wird bezahlt. Wir sammeln Autorennachlässe. Autoren sind generell Menschen, die nichts tun, ohne an die Öffentlichkeit zu denken, sonst würden sie nicht Autor werden. Das heißt, hat ein Autor Persönlichkeitsrechte? Also wenn wir jetzt nicht gerade die unehelichen Kinder ausstellen oder die Ehefrauen, die oft von ihrer Existenz nichts wissen, von ihrer Parallelen, dann verstoßen wir meiner Meinung nach gegen kein Persönlichkeitsrecht. Aber es ist natürlich eine Frage, will die Politik des Archivs und will auch die Politik sowas überhaupt? Also da würde ich sagen, die Antwort von meiner Seite aus ist klar, es gibt keine Öffnung ohne politische Unterstützung. Wie schaut das, machen wir es der Reihe nochmal, von der wirtschaftlichen Seite her, wenn man die Politik hört, dann hört man in letzter Zeit meistens, wir mögen uns mit dem Datenschutz nicht so anstellen, die Daten sind der klassische Spruch, die Daten sind das Öl des nächsten Jahrhunderts. Also der Trend dort scheint ja dahin zu gehen, dass die Politik den Menschen rät, man nicht so sehr auf Datenschutz zu achten, weil man damit ansonsten offene Geschäftsmodelle ja, durch zu viel Datenschutz untergraben würde. Ja, das ist so. Also wenn Sie es heute mal sozusagen, wenn Sie mal mit Leuten aus Krankenkassen reden, dann kommen Leute mit spannenden Geschäftsmodellen und dann gehen die mit den Datenschützern 3 Stunden in Klausur und am Ende ist das Geschäftsmodell tot. Wir haben natürlich eine ziemlich restriktive Einschätzung zum Datenschutz Einstellung zum Datenschutz in Deutschland. Ich finde sie in vielen Fällen übertrieben, weil sie sozusagen den Menschen die eigene Entscheidung abnimmt. Ich bekomme dann sozusagen, es werden alle in einen Topf geworfen und alle bekommen die gleichen Datenschutzregeln übergestülpt und ich als Nutzer habe oft nicht mehr die Freiheit zu entscheiden. Ich möchte aber dem Unternehmen meine Daten geben, weil es mir daraus einen guten Service baut, den es mir wert ist, dass ich dafür meine Daten gebe. Das möchte ich ganz gerne selbst entscheiden. So wie heute sozusagen, wenn wir Google nutzen, ja auch Google unsere Daten geben, natürlich in dem Wissen, dass sie daraus Werbung maßschneidern. Das möchte ich aber als selbstständiger, denkender Mensch gerne selbst entscheiden und nicht sozusagen immer vorgestellt bekommen, du darfst, das geht nicht, sondern das würde ich ganz gerne selbst entscheiden müssen. Das ist, glaube ich, ein Punkt, in dem wir uns entwickeln sollten, dass wir da einfach sozusagen mehr Möglichkeiten öffnen sollten und den Menschen die Entscheidung darüber wieder zurückgeben. Die haben wir im Moment nicht. Sie würden also sagen, offen und transparent, aber mit Datensouveränität. So kann man das zusammenfassen, okay. Ja.
Herr Dudin, ich habe gesehen, Sie haben schon Notizen gemacht, Sie ist aber wahrscheinlich. Ja, ich möchte mich da eigentlich größtenteils anschließen. In der Kulturszene ist es eigentlich eher ein neueres Phänomen, das ganze Thema rund um die Datenhoheit, weil eigentlich das Sammeln und Bewahren, was ja gerade bei Museen lang an oberster Stelle stand, eigentlich so etwas war, wo man sich quasi damit auch brüsten konnte. Und jetzt im Zeitalter, in den letzten 10 Jahren, auch im Zeitalter der sozialen Medien, wo halt auch die politische Meinung des Umfelds lauter wurde und man quasi das Mitmach-Web nicht mehr ignorieren konnte, sieht man da einen ganz klaren Wechsel. Und ich denke, das ist wirklich ein Trend, den sich jetzt die Kulturinstitutionen auch stellen müssen, dass sie die Datenhoheit abgeben und da quasi auch die Allgemeinheit mitarbeiten lassen und die politischen Meinungen gelten und nicht ignorieren. Und ich glaube, da tun sich noch sehr viele Kulturinstitutionen schwer. Wie ist das Spannungsfeld zwischen Datenhoheit und Datensouveränität jetzt da? Ist das Gleiche, der Begriff? Oder also ja, das eine hat ganz klar mit dem anderen zu tun, klar. Weil wenn man die Datenhoheit besitzt, dann ist die Datensouveränität quasi gewährleistet. Mhm. Und das ist in der heutigen Gesellschaft nicht mehr so. Oder so war es lange in der Kulturszene. Und da ist, glaube ich, jetzt dieses Umdenken, das kommt langsam. Und das erfordert aber noch sehr viel Strategiearbeit. Also ich habe das Problem zum Beispiel, ich habe keinen Facebook-Account und habe aber trotzdem bei Facebook mal angefragt, welche Daten sie über mich gespeichert haben. Nach deutschem Recht zulässig und habe natürlich erstmal gar keine Antwort bekommen und dann nach längerem Nachfragen die Antwort bekommen, man könne mir diese Antwort nicht geben, weil ich, solange ich keinen Facebook-Account habe. Also es ist so ungefähr das Gegenteil von Transparenz und Datensouveränität, die wir möchten, nehme ich mal an. Ich würde gerne nochmal auf die ursprüngliche Frage zurückkommen. Mhm. Die war ja, was für ein brauchen wir ein Commitment von Regierung, von Gesellschaft zur Offenheit? Und ich glaube, das kann man schon wirklich fast vollständig von der Frage, wie viel Daten muss ich eigentlich über mich persönlich freigeben und was muss ich da jemandem zubilligen, abtrennen. Es gibt da einen Zusammenhang, klar, aber eigentlich sind das zwei verschiedene Fragen. Und jawohl, wir brauchen dieses Commitment zur Offenheit. Wir brauchen ein vollständiges Commitment zu Open Data und auch zu solchen Sachen wie Open Access. Also es ist klar, dass dann, wenn mit öffentlichem Geld Daten produziert werden, wissenschaftliches Material produziert wird, auch Software geschrieben wird, das gilt dann für Open Source Software, dass das auch offen stehen muss und der Allgemeinheit zur Verfügung stehen muss. Und das kann man total von der Frage trennen, ob man auch persönliche Daten veröffentlichen muss. Mhm. Und das ist natürlich eine ganz andere Diskussion, die ganz andere Implikationen hat, aber solange eben persönliche Daten nicht betroffen sind, brauchen wir dieses Commitment unbedingt zu 100%. Bei Open Data hat sich da eine ganze Menge getan. Bei Open Source, bei der Frage, ob eigentlich, wenn der Staat zu 100% Softwareentwicklung finanziert, ob das dann nicht auch der Allgemeinheit zur Verfügung stehen muss, da sind wir noch ziemlich weit vorne in der Diskussion. Gerade in Deutschland, da sind andere Länder, die USA auch, UK, auch jetzt viele osteuropäische Länder, deutlich weiter, als wir das hier sind. Wie beeinflusst das, wie wird das unser tägliches Leben beeinflussen? Also ich habe mir bei dem Vortrag von Ihnen, Herrn Schmidt, an ein paar Stellen habe ich mich in die Perspektive des Arbeitnehmers quasi versetzt. Ich war in den USA letztes Jahr mehrere Monate, 4 Monate insgesamt und bin an verschiedenen Stellen eben mit Uber gefahren. Und mein Verhältnis zu Uber hat sich zum Beispiel sehr geändert, nachdem ich mit den Menschen über ihre Lebensumstände gesprochen habe, also über das Geld, das sie verdienen. Und es konnte von den ungefähr 20 Fahrern, mit denen ich gesprochen habe, kein einziger konnte von dem, was er damit verdient, leben. Also da hatte ich den Aspekt, es werden diese Geschäftsmodelle auch den Alltag verändern, aber auch das Thema unsere Daten, diese Offenheit und Transparenz. Wie wird das in unseren Alltag verändern? Also auf der einen Seite werden wir natürlich immer weniger Arbeitnehmer wahrscheinlich benötigen. Auf der anderen Seite sind die Daten dasjenige, was das Kapital, was Erträge bringen wird. Wie wird sich das bei uns im Alltag dann auswirken? Brauchen wir dann sowas wie ein Grundeinkommen oder sonst? Ich weiß es nicht, aber wie wird sich das auswirken, diese Offenheit?
Grundeinkommen ist eine Diskussion, die, geht viel zu weit an dieser Stelle wahrscheinlich. Die sozusagen uns ins Philosophische und noch viel mehr bringt. Nichtsdestotrotz wird diese Diskussion beginnt gerade. Die Schweizer haben ja neulich schon mal darüber abgestimmt. Die Amerikaner sind da sehr intensiv darüber am Diskutieren, um einfach zu schauen, ja, wir werden nicht alle Leute, die heute an der Maschine stehen und relativ einfache Handlanger-Tätigkeiten machen, zu Softwareentwickler weiterbilden können. Insofern ist das Thema, wird das Thema Grundeinkommen, glaube ich, noch viel häufiger diskutiert. Ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist, aber es wird sowas wie mehr Ungleichheit geben. Das ist heute schon im Silicon Valley auch zu beobachten, wo sozusagen die reichen Softwareentwickler den Wohnungsmarkt in San Francisco getötet haben quasi oder für andere unbezahlbar gemacht haben. Also dieses Thema sozusagen, wie gehen wir mit der wandelnden Ungleichheit um, auch politisch. Also wir haben ja jetzt viel auch über die Wahl der Abgehängten gesprochen in Amerika. Das ist etwas, was auf uns zukommt, worüber sich die Politik sehr viele Gedanken machen muss, wie man diese Leute sozusagen mitnimmt. Und da ist das Thema Bildung, glaube ich, ein ganz essentielles, bei dem wir anfangen müssen, sozusagen die möglicherweise Abgehängten relativ schnell wieder ins Boot zu holen. Und da tun wir uns im Moment noch ein bisschen schwer. Aber das ist, glaube ich, der Weg, den man gehen muss. Einen anderen sehe ich nicht. Ich glaube, vom Kulturbereich, um es jetzt in einem Punkt zu beantworten, ist das Erstaunliche, dass immer mehr Daten von immer mehr privaten Leuten erzeugt werden. Das ist, glaube ich, das Verblüffende, weil sich natürlich viele Museen und Archive zunutze machen, weil wir wissen, es gibt eine freie Blogger-Szene, es gibt den Besucher, der teilt. Also die ganze Selfie-Mode und die ganzen Twitter- und Instagram-Accounts der Institutionen, die sich das zunutze machen, was aber heißt, dass Arbeit eigentlich ausgelagert wird und kostenlos erhältlich ist. Also das ist sowas, was ich sehe, dass die Preise, die sie für Kulturarbeit auch verlangen können, immer weniger werden. Also sie bekommen immer mehr Leistungen für immer weniger Geld. Das ist ganz erstaunlich, sei es Gestalterleistungen, sei es Marketingleistungen. Das heißt, weil der Kulturbereich natürlich sagt, wir haben sowieso wenig Geld, nutzen wir doch die aus, die kostenlos hier rumlaufen und Dinge verteilen. Und das ist so das Erstaunliche, dass man eine riesige Menge von Leuten hat, die diesen Datenberg über Kultur verteilen und verbreiten und die Kultur eigentlich um ihre Aufgabe entlasten. Und weil es, glaube ich, manche Museen machen sowas, dass Blogger auch eingeladen werden, also es gibt auch eine Wertschätzung, aber da, denke ich, hinken wir noch ganz, ganz weit hinterher, weil wir das eher gerade unter dem Modell des gut, wenn es das gibt und gut ist, wenn es uns nichts kostet, laufen lassen. Aber was natürlich genauso diesem Ungleichgewicht führt, das Sie auch sagten, es gibt wenige Reiche und gleichzeitig viele, die dafür nichts bekommen. Was natürlich auch steigt, ist das Maß der Verantwortung, das der Einzelne zu tragen hat. Das finde ich ganz erstaunlich. Und wo man sieht, die politischen Entwicklungen, die wir gerade haben, zeigen das Gegenteil. Wir haben lauter politische Strömungen, die plötzlich wichtig werden, wo man sieht, die Einzelnen wollen ihre Verantwortung abgeben. Wir wollen eigentlich wieder diktatorische Systeme, das heißt jemand, der uns was entscheidet und eben gerade nicht diese Verantwortung, die diese Datenfülle auch mit sich bringt. Also weil das Schöne an der Souveränität der Daten ist ja auch, dass jeder Einzelne entscheiden kann. Das ist was ganz anderes wie die Datenhoheit der Museen, die damit auch ihre Deutungshoheit abgeben. Also das würde ich sagen, auch da ist zu unterscheiden. Aber das ist für mich interessant, dass es diese beiden Bereiche gibt. Also quasi zum einen eine Entwertung durch diese Pluralität und zum anderen auch ein Verweigern der Verantwortung, die der Einzelne plötzlich im verstärkten Maße hat. Ich würd gerne, ja. Was ich da noch anfügen möchte, ist, dass ich da auch etwas eine Korrelation sehe, insofern, dass diese freie Blogger-Szene ist für mich ja wie ein Markt, der auch aufgekommen ist. Und da fließt auch tatsächlich Geld. Finde ich insofern interessant, weil wenn ich mich jetzt auf die Schweizer Medienlandschaft beziehe, man da ganz klar auch das Phänomen sieht, dass da auch etwas der Trend verschlafen wurde. Also man hinkte da vor allem in den Online-Plattformen extrem nach, hat so diese spontane Berichterstattung, diese interaktiven Berichterstattung auch durch die mediale Vielfalt mit Videos quasi etwas anzureichern. Da wurde tatsächlich etwas verschlafen. Da glaube ich, das ist ein interessanter Aspekt, dass gerade jetzt im Kulturbereich diese freie Blogger-Szene heute so blüht. Ich würde nicht sagen, die Leute werden reich, aber es ist tatsächlich etwas, was wahrscheinlich auch etwas mit der Entwicklung der einzelnen Medienhäuser zusammenhängt. Ich habe vor wenigen Tagen einen Artikel gelesen über ein neues Thema, das Crowdworking.
wird ganz gern verlinkt mit einem Bild aus den 20er Jahren, wo Frauen, Hausfrauen zu Hause Handwerkarbeiten gemacht haben für die Industrie. Crowdworking ist quasi die, mit modernen Technologien die Heimarbeit reaktivieren für, ja, für relativ geringe Löhne. Und ja, auch man braucht also auch die Arbeitsplatzkosten oder die Kosten für die Bereitstellung des Arbeitsplatzes fällt da auch mit weg. Ist das eine Tendenz oder so, auf die wir zustreben? Dass die Verantwortung des Einzelnen, also bei dem Crowdworking gehört eben auch dazu, dass die Arbeiter oder Arbeiterinnen selbstständig sind. Es sind keine klassischen Arbeitsverhältnisse mehr. Uber ist das Gleiche. Das ist für mich eines der disruptivsten Sachen an Uber. Sie haben vollkommen recht, Uber ist nichts anderes als eine App. Die haben einfach eine App gebracht, was die Taxiunternehmen verschlafen haben. Die Taxiunternehmen, Taxifahrer können davon leben, die Uber-Leute nicht. Aber auch nur deswegen, das Ganze funktioniert nur deswegen, weil man die Errungenschaften des Schutzes des individuellen Arbeitsplatzes halt bei Uber effektiv umgeht. Und dieses Crowdworking. Also wenn ich mir die Taxifahrer mancherorts so anhöre, dann bin ich mir auch nicht sicher, ob die da so richtig glücklich von leben können. Ja. Ich glaube, wir müssen auch hier wieder mal sehen, ja, das Arbeitsleben wird sich massiv verändern. Also die Beispiele liegen ja jetzt auf dem Tisch und vieles davon ist gut und es gibt Gefahren. Ich bin früher mal selber Taxi gefahren, als ich studiert habe. Das Tolle daran war diese Freiheit. Mhm. Und es gab nicht, also für einen Studenten war das schon ganz gut Geld, aber letztlich nicht viel Geld. Und das andere ist, dass wir natürlich vernünftige Vergütungsmodelle brauchen. Da müssen wir aber jetzt, also die Regulierung, solche Fragen wie Mindestlohn und so weiter, abtrennen von diesen Modellen, die ja auch Chancen bieten. Also wenn jemand zu Hause arbeiten kann und gleichzeitig Kinder betreuen kann, ist ja erstmal toll. Und das muss dann auch ordentlich bezahlt werden. Das ist das eine. Das andere ist aber, und das klang ja auch durch, dass sich manche Sachen noch viel gewaltiger ändern werden. Also das sind ja nicht nur die Maschinenbediener, das sind auch die Dolmetscher, glaube ich, bald. Mhm. Das sind die Übersetzer, das sind Taxifahrer, das sind ganz viele Berufe, von denen wir bis vor kurzem noch gedacht haben, so schnell werden die nicht durch IT ersetzt. Und jetzt kommt künstliche Intelligenz und das sind erstaunliche Ergebnisse, die da geschehen, und das wird sich auch noch gewaltig weiterentwickeln, und das wird tatsächlich auch in der Gesellschaft erforderlich machen, dass wir uns mit ganz anderen Dingen beschäftigen, dass Menschen ganz andere Aufgaben wahrnehmen. Das hat es auch alles schon mal gegeben, also wird ja immer wieder gesagt, dass vor dem Ersten Weltkrieg der Großteil der Bevölkerung in Europa in der Landwirtschaft gearbeitet hat. Heute sind das wenige Prozent, weil das alles technisiert und maschinisiert worden ist. Und die Arbeitslosigkeit insgesamt ist aber immer noch genauso, wie sie damals war. Mal mehr, mal weniger, aber nicht global anders. Die Leute machen andere Aufgaben. Und das müssen wir auch hinbekommen. Und das halte ich es auch für unabhängig von dieser Diskussion, bedingungsloses Grundeinkommen, weil egal, ob wir die Leute jetzt irgendwie finanzieren oder nicht, es ist für Menschen wichtig, dass sie eine sinnvolle Aufgabe haben. Und das ist die wichtige Diskussion, die wir dann wirklich auch führen müssen. Und der Wandel kommt, der lässt sich nicht verhindern. Der kommt, ja. Bei den Clickworkern, die Sie angesprochen haben, böse formuliert, machen die Clickworker das, was Computer heute noch nicht können. Wenn man ehrlich ist, werden sie das in ein paar Jahren können. Dann werden sie Taxi fahren können. Dann werden sie, was Clickwörter heute noch machen, was weiß ich, irgendwie Bilder, die Computer heute noch nicht eindeutig zuordnen können, sozusagen beschriften und sagen, das ist ein Stoppschild. Und da steht Stopp drauf. Und was Computer manchmal, sie können es immer besser. Und der technische Fortschritt geht extrem schnell, sodass das Thema, diese Clickwörter, also diese Jobs, werden sehr schnell verschwunden sein. Nun kann man das sozusagen positiv oder negativ sehen, aber sie werden weg sein, weil sie Computer erledigen oder Roboter erledigen können. Und da sind wir sozusagen jeden Tag ein Stückchen näher dran. Ich glaube, diese Diskussion werden wir in 10 Jahren nicht mehr führen, weil es diese Jobs in der Form nicht mehr geben wird. Es werden andere Jobs entstehen, natürlich. Auf einem höheren Level wahrscheinlich führen, aber wir werden immer mehr in den Bereich der Akademiker vordringen, wie wir gerade gesagt haben. Also wir sind ja schon da, wo die Dolmetscher ersetzbar werden, nach und nach. Also wir stoßen schon in Bereiche vor, wo,
wo Jobs, die akademischen Background haben, ersetzbar werden durch Computer oder ersetzt werden durch Computer, denke ich. Ja, also muss man nicht drum herum reden. Es ist so, ne? Der technische Fortschritt ist, was künstliche Intelligenz angeht, ist im Moment ziemlich schnell und das ist in einigen Bereichen schon deutlich spürbar. Und es ist auch so, stimmen alle zu, dass Open Source, Openness, Offenheit, Open Data und so weiter alternativlos ist? Wir haben das jetzt heute mehrfach gehört. Es ist überall vorhanden, es ist überall da. Mich würde das mal konkret von den Museumsleuten hier interessieren. Sie sitzen da ja auf Schätzen, die also auch für Open Innovation und alles Mögliche genutzt werden können. Wie ist da die Diskussion? Ich bin da gar nicht so drin. Also bei Museen gibt es natürlich zweierlei entschiedene Verfechter. Die einen, die sagen, wir wollen eben auch das Recht über die Interpretation, die Deutung, die Verwendung haben, wird oft unter dem Deckmantel, wir vertreten auch die Künstler, getan. Die anderen, die sagen, wir wollen, dass alles verfügbar ist. Ich kann es für unseren Bereich sagen, wo ich das Gefühl hatte, da ich für die Museumsseite stehe, habe ich natürlich ein Interesse, zeigen zu dürfen und auch entdecken zu dürfen und alle, die kommen, auch dafür zu faszinieren. Aber ich hatte immer den Eindruck, wenn wir das bei uns im Archiv gemacht haben, wir sind so etwas wie die kleine Terrorzelle in einem Reich, das ja, vielleicht wirklich des Klaustrums oder auch des Klaustrophobischen. Das heißt, es ist natürlich auch immer eine extreme Gegenbewegung. Also in dem Moment, wo wir gesagt haben, macht die Museen aus, wurden vom Museum Schranken gebaut, auch rein physisch. Also gar nicht nur durch Zugriffsrecht. Ich denke, da gibt es wirklich zwei extreme Bewegungen. Und das liegt vielleicht auch daran, ich dachte gerade, wie Sie sagten, dass immer mehr der Computer kann. Gerade Museen und Archive behaupten natürlich, dass alles, was dort getan werden kann, bitte nur der Mensch kann. Weil der nämlich einschätzen kann. Also gerade wenn Sie Archive haben, das heißt, DIN A4 Papiere, aber von wem? Was steht drauf? Also da ist ganz, ganz viel Leistung notwendig, die das Individuum braucht. Und das Erstaunliche ist, das dachte ich so für den Bereich der Museen, die ich kenne, dass man sich immer mehr überlegt, wie alles standardisiert werden kann. Also gerade dort, selbst wo man sagen kann, ihr habt eigentlich ein Refugium des Individuums und der Menschlichkeit, plötzlich haben sie Phänomene, die plötzlich delegierbar werden. Also bei dem wahnsinnigen Run auf Datenbanken, die immer entwickelt werden. Also ich kenne keine dieser Museumsdatenbanken jetzt im Archivbereich, die wirklich toll funktionieren. Wo man auch sieht, wie viel Geld und Energie eigentlich auch in eine falsche Entwicklung gehen kann. Weil man dort auch sagen kann, nutzt doch den einzelnen Menschen und der das weiß, weil das muss man eindeutig sagen, da lernt eben der zum Beispiel Bestände einfach erschließt über Erfahrung. Und das Wissen eines Computerprogramms, das Bilder zum Beispiel auswerten kann, wo sitzt der dargestellte Autor oben links, das hat wieder das Problem, dass ich zwar alle Fotos habe mit Autoren oben links, aber eben keine Interpretation dazu. Da möchte ich mal, genau das ist ja das, was künstliche Intelligenz gerade lernt, Bilder zu erkennen und einzuordnen. Und diese Erfahrung, wie wird sich das entwickeln? Ich stelle das in Frage, ob das wirklich zukünftig nur Menschen können. Ja, ich würde in Frage stellen, was kommt raus? Also was Sie, glaube ich, bekommen, ist, dass Sie eine relativ abstrakte, wertneutrale Erfassung bekommen. Aber es muss immer noch jemand dazukommen, der das Ganze wieder interpretiert und wertet. Also es ist ähnlich, dass die quantitative Literaturwissenschaft hat auch das Problem, wenn ich ungeheure Datenmengen habe und weiß, Theodor Fontane hat alle drei Seiten dreimal das Wort unverwendet. Was mache ich damit? Und ich glaube, das ist so genau das Problem, dass wir nicht drumherum kommen, gerade im Bereich der Kultur, wo sie eben wirklich darauf angewiesen sind, dass sie einen Rezipienten haben und der kann ich sagen. Und das ist, glaube ich, nicht das Computerprogramm und das wird es auch nie sein. Also da würde ich sagen, hilft gerade auch die Kultur, die Offenheit braucht. Also was ich gar nicht in Frage stellen würde, auch wieder zu definieren, was kann auch der Einzelne. Also ich würde das wirklich auch reziprok sehen und sagen, da kann diese ganze Diskussion, macht den Menschen nicht überflüssig, sie zeigt, wo er wichtig ist. Also das fände ich quasi die ideale Form der Entwicklung. Wir sind ja auch gerade in der Mitte von der Entwicklung. Ich habe da auch zwei Anekdoten dazu. Das eine ist, ich habe mit Google hat in München einen sehr starken Open-Source-Entwicklerschwerpunkt und dort habe ich mit Leuten gesprochen über mit Entwicklern über ihre Suchmaschine, über die Algorithmen und die haben gesagt, wir wissen gar nicht, was hinten rauskommt. Wenn jemand kommt und von uns will, dass wir irgendwas rausfiltern oder sonst was, drehen wir an 25 Schrauben und schauen, was rauskommt. Wir haben keinen direkten Einfluss auf die Ergebnisse.
das ist zu komplex schon in der, dazwischen. Und ein Beispiel, wo wir aktuell sind, was das, die Bilderkennung mit KI angeht, ist, es haben, ich weiß nicht mehr, wer genau, es war eine Marketingaufgabe oder sowas war das, die Computer sollten lernen, einen Panzer auf einem Foto zu erkennen. Deswegen hat man die also das ein neuronales Netz gefüttert mit Bildern von Panzern. Und am Ende war das neuronale Netz mit 98%iger Sicherheit perfekt drin, Sonne auf einem Bild zu erkennen und blauen Himmel. Weil die ganzen Panzerbilder waren allesamt aus Marketingunterlagen von Panzerherstellern. Und die wurden natürlich alle bei gutem Wetter aufgenommen. Ja? Also so, wir sind jetzt gerade in dem Bereich, die lernen sehr schnell. Wir wissen momentan noch nicht, wo es hingeht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da sehr große Fortschritte auch gerade machen. Darf ich noch kurz was anfügen genau, zu dem Punkt, was ich noch interessant finde? Genau. Wir haben uns jetzt sehr stark über Prozesse unterhalten, aber was im Kulturbereich auch immer wieder diskutiert wird, ist der Finanzierungsgrad der einzelnen Häuser und der ist sehr unterschiedlich. Und wo man ganz klare Entwicklungen sieht, aufgrund des Umgangs mit Open Data, ist bei den verschiedenen Finanzierungsmodellen, die ein Museum haben kann. Es geht ja nicht nur über das Ticketing, ein Museum verdient beispielsweise auch ab den Bildverkäufen. Dass das ein ganz gutes Exemplar ist, wo beispielsweise das Rijksmuseum vor Jahren den Entscheid gefasst hat, alle Bilder öffentlich zugänglich zu machen, weil das der Bedarf ist. Da haben viele Häuser im Nachhinein gemerkt, dass das tatsächlich ein Bedarf der Gesellschaft ist und man für Bilder heutzutage nicht mehr bezahlen möchte. Also es war ein Finanzierungsmodell, das es in der Kultur sehr lange gab, das heute so nicht mehr funktioniert. Also eine Frage aus dem Publikum. Ja, mir ist bei der Diskussion heute Vormittag, wenn man die so nachverfolgt, eine ganz wichtige Fragestellung eingefallen. Wenn diese Digitalisierung, dieses Open dazu führt, dass immer mehr Arbeitsplätze ersetzt werden durch Maschinen, durch andere Produktionen, dann muss man sich ja auch überlegen, passt unser Steuersystem dann überhaupt noch in diese Welt? Weil es bricht die Einkommensteuer weg. Wenn die Einkommensteuer wegbricht, dann wird auch die Umsatzsteuer zurückgehen, weil sich die Menschen ja immer weniger leisten können. Ja, es sind ein Haufen Arbeitnehmer, die umgeschichtet werden müssen in andere Bereiche. Da frage ich mich, wissen da die Finanzminister überhaupt, was auf sie zukommen könnte? Ich würde nur eine Sache gerne dazu sagen. Also nicht das Open führt dazu, dass die Arbeitsplätze, das führt zu der Disruption, sondern das ist die Digitalisierung. Und das Open wird entscheidend dafür sein, ob wir es selber bestimmen und selber beeinflussen können. Und die anderen Fragen sind natürlich valide. Diese Umwälzung wird es geben. Ein digitales Auto zum Beispiel wird ohne einigermaßen offenen Datenaustausch bezüglich seiner Umgebung, also des Kartenmaterials zum Beispiel, oder nicht funktionieren. Auch es ist auch keine, meiner Meinung nach, relativ beschränkte Chance darauf, intelligente Autos miteinander zu vernetzen, ohne dass man da auf offene Standards setzt. Offene Standards, es geht nicht ohne die, aber es ist nicht das Zentrale dran. Also Sie haben vollkommen recht, da müssen sich Gedanken gemacht werden. Ich denke, Sie werden auch wahrscheinlich was dazu sagen können. Also zum Steuersystem, ja, es wird sich verändern müssen, es wird sich anpassen müssen. Aber in der Vergangenheit war es immer so, dass technischer Fortschritt sozusagen mit einer gewissen Anpassungszeit zu mehr Beschäftigung geführt hat, weil wenn die Arbeit von Maschinen erledigt wurde, dann haben wir eine höhere Arbeitsproduktivität und das bedeutet im Endeffekt für den Menschen höhere Einkommen und damit zahlt er auch weiterhin Steuer. Dass sich das sozusagen spreizen wird, ist, glaube ich, absehbar, dass sozusagen mehr Leute sozusagen am oberen Rand geben wird und möglicherweise auch mehr Leute am unteren Rand. Ob wir dafür jetzt unser Steuersystem umbauen müssen, glaube ich im Moment eher nicht. Also so Diskussionen über Maschinensteuer halte ich für relativ schwierig. Das bringt uns, glaube ich, nicht weiter. Aber es ist auch nicht alles negativ. Man hat immer es fallen jetzt alle Arbeitsplätze weg. Nein, die Maschinen werden uns einfache Arbeiten abnehmen. Körperlich schwierige Arbeiten werden sie uns abnehmen. Ich glaube, das ist relativ eindeutig. Sie werden natürlich auch ein paar Jobs machen, die bisher Menschen gemacht haben. Die Menschen müssen sich daran anpassen, die Menschen müssen weiterlernen. Das ist, glaube ich, der Punkt. Aber es ist jetzt nicht so, dass, wie Sie eben das Beispiel gemacht haben, die Interpretation, die Kreativität, die bleibt bei uns Menschen und zwar noch für lange Zeit. Und ich glaube, wir müssen uns mehr auf diese Bereiche konzentrieren. Und wer wirklich nur eine relativ einfache Routinetätigkeit ausübt, der
muss da schon sich Gedanken machen, das ist richtig. Also es wird Veränderungen geben, ganz, ganz klar. Da müssen wir nicht drum herum reden. Das wird manchmal das Weißbuch unserer Bundesarbeitsministerin durchgucken, dann habe ich so das Gefühl, so, wir brauchen mehr Mitbestimmung, dann ist alles gelöst. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu kurz gegriffen. Hier ist eine Frage aus dem Publikum, dann Herr Strassemeyer. Mein Name ist Eberhard Frank. Ich habe zwei Punkte. Der eine Punkt ist, ob wir nicht hergehen könnten und das ganze Thema umdrehen, was diese Grundsicherungsthematik angeht, weil es ja praktisch ein Werkzeug ist, erstmal um überhaupt diese Sharing Economy ans Laufen zu kriegen. Also sprich, wenn sich die Leute nicht aussuchen können, ob sie so Jobs wie bei Uber machen, weil sie eben hier keine Grundabsicherung haben, dann laufen sie wahrscheinlich in Probleme rein. Wenn sie aber diese Grundabsicherung haben, dann kann man da mehr qualitativ mitarbeiten und es gibt wahrscheinlich auch eine größere Bereitschaft, Jobs zu wechseln, in neue Jobs reinzuschauen und eben hier nicht auf alten Jobs zu beharren, die zum Teil ja wirklich Preise sind. Also die Leute, die arbeiten ja zum Teil wirklich nicht für den Spaß, sondern wirklich nur für die Kohle, haben kein Vergnügen dran und würden sich vielleicht gern verändern. Und zum einen sehe ich da eben, wie gesagt, ein Tool drin, eine Absicherung zu machen, aber eben auch die Leute zu motivieren, einen anderen Job zu tun. Und vielleicht noch einen anderen Punkt, Automatisierung, AI kommt dort, wo Daten anfallen. Da, wo deine Daten anfallen, wird die AI sich furchtbar schwer tun, überhaupt Fuß zu fassen. Dass alle Leute, die große Datenumsätze managen, werden genau die sein, die zuerst hier automatisiert werden und so weiter. Also sprich Auto und so weiter, sprich alle Leute, die viel mit Computer arbeiten und so, dort fallen Daten an, dort werden Potenziale wach. Übrigens auch bei der Rentenversicherung, wo man dann wirklich fragen kann, ob man diese Sachbearbeiterpuschen noch braucht, die einen Haufen Geld kosten und sich vielleicht die Leute nicht auch neu orientieren können und damit Overheads frei werden. Das heißt, man sollte hier auch mal rein überlegen, in was kosten bei uns eigentlich Daten. Das ist auch ein Thema, was man nicht wirklich in Angriff nimmt, sondern man geht einfach davon aus, weil man unterschreibt irgendwas, wenn man ein Auto kauft oder einen Computer, die Daten werden dann irgendwie gehandelt, aber man hat nichts davon. Und speziell die Leute, die viel Daten produzieren, die auch viel einzigartige Daten produzieren, kriegen kein Geld dafür. Ich würde mal versuchen, dazu was zu sagen. Also was ich auch zunächst mal unterstützen möchte, ist, wir dürfen hier keine angstgetriebene Diskussion führen. Also das ist zumindest meine persönliche Überzeugung, das sind total spannende Veränderungen, die wir vor uns haben, die wirklich das Potenzial haben, uns als Menschheit auch nochmal richtig eine Stufe weiterzubringen. Dazu gehört auch künstliche Intelligenz, aber wir müssen natürlich auch weiterkommen. Wir können nicht, genauso wie wir heute nicht die Menschen sind, die wir im Mittelalter waren, können wir auch nicht in 100 Jahren die Menschen sein, die wir heute waren. Und deswegen finde ich auch die Umverteilungsdiskussion zwar berechtigt und da muss man an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch reden. Ich finde aber die Bildungsdiskussion viel, viel, viel wichtiger. Dass wir wirklich vor allem die jungen Leute in die Lage versetzen, diese Gesellschaft, die wir zukünftig oder diese, mit dieser Technologie, die uns zukünftig umgeben wird, auch umzugehen. Da müssen wir mehr machen. Da müssen wir. Also hier in Baden-Württemberg ist ja jetzt wohl doch Informatik als Pflichtfach in der Schule eingeführt, wenn ich das richtig vernommen habe. Super, das geht in die richtige Richtung. Davon brauchen wir noch viel mehr und damit alleine ist es auch nicht getan. Und es ist gut, dass diese Diskussion jetzt auch ein bisschen breiter geführt wird, aber sie muss noch viel breiter geführt werden. Und sie erfordert auch viel mehr Bereitschaft von allen Teilnehmern des Bildungssystems, sie auch zu führen und umzudenken. Wir haben jetzt noch eine Frage aus dem Publikum und wir sind schon etwas über der Zeit und dann haben wir noch eine fantastische Präsentation und dann geht es ins Mittagessen. Herr Strassemeyer. Das geht automatisch. Also Peter, du hast ja eben gesagt, dass Digitalisierung Job wegnimmt und das hat mit Open nichts zu tun. Und das hat mir eigentlich den Gedanken gebracht, also während Digitalisierung Jobs überflüssig macht, hat Open zumindest das Potenzial, neue Jobs zu kreieren.
Und das muss natürlich mit der richtigen Bildung einhergehen, wie du eben gesagt hast. So, die Tatsache, dass vieles open geschieht, was heute proprietär passiert, heißt eigentlich, nicht wahr, ich könnte mir vorstellen, dass wenn die Verwaltung sagt, alles was wir hier mit IT tun, dass darüber wollen wir selbst die Hoheit haben und das kreieren wir mit Eigen- oder und mit Open Software, dann ist das ein Arbeitsbereich, der durchaus lohnend ist. Ja, das ist ein schönes Schlusswort, ne? Eigentlich. Ja, dem ist, also wie immer, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, Herr Strassemeier. Fantastisch. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich. Wir hätten auch noch länger diskutieren können, aber jetzt kommt ein Video. Erstmal einen Applaus für die Teilnehmer.